Welche Parfüms trägt jemand, der alle Düfte testen kann, letztendlich privat? Heute möchten wir dir eine Antwort auf diese Frage geben, in unserem Fall, aber auch im Fall unserer YouTube-Kollegen. Los geht's! Hey, ich bin Timo. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Egon Kowalski, der Parfum-YouTuber. Mich solltest du auf jeden Fall abonnieren. Was ist denn mein absoluter Lieblingsduft? Das ist natürlich mein Date-Duft schlechthin! Oh, Sexiness in der Flasche, Sécrétion magnifique, Blut, Schweiß, Sperma und dann noch voll edelt mit einem Tränenakkord. Oh, das ist so sexy, probiert es aus. Ach, ihr wolltet was Ernsthaftes haben, oder? Na, okay. Also, für die, die mich schon abonniert haben, die wissen wahrscheinlich auch, was jetzt kommt, weil, naja, es ist einfach mein Lieblingsstoff, ne? Imagination oder Imagination, nenn es wie du willst, aber hier bekommst du den besten frischen, zitrischen Duft, leider auch super teuer. Orangen, Zitrone, Bergamott, dazu hast du diese Tiefe durch Ambroxan. Oh, ist das geil. Das ist besser, als wenn du keine Hämorrhoiden mehr hast. Das ist wirklich ein Duftträumchen, okay? Und ja, was sind so die Lieblingsdüfte von den anderen? Ich muss noch ein bisschen tindern. Oh, was heißt TS? Egal, ich verschwinde nach rechts. Hallo, ich bin Lars vom YouTube-Kanal Blue Beanie und vielen Dank erstmal an das Fragrance Couple, dass sie auch an mich gedacht haben, dass ich mit dabei sein darf. Ja, die Frage, welchen Duft ich nehme, fiel mir gar nicht mal so leicht, aber ich habe mich jetzt für den Molecule 01 Plus Black Tea entschieden. Ein Traum für Tee und besonders für Schwarztee-Liebhaber. Zurzeit ist das einer meiner Lieblingsdüfte und auch einer meiner meistgetragenen Düfte. Wundert euch nicht über den Füllstand, ich habe davon schon Travel Atomizer leer gemacht und musste mir jetzt den ganzen Flakon kaufen. Und ich bin wirklich verliebt in diesen Duft. Es ist wirklich ein Duft, der schafft diese tiefen, heuartigen Elemente von Schwarztee Absolu mit dieser entspannten Frische von Schwarztee oder von Tee generell zu kombinieren. Also ihr bekommt hier so gut wie nur Schwarztee, ein bisschen Mate-Tee auf der klassischen, für das Haus bekannten Iso-E-Super-Basis bzw. Iso-Gamma-Super-Basis. Und dieser Duft hier zeigt mir mal wieder, dass doch manchmal die simpelsten Dinge mit die schönsten sein können. Deshalb ein Traum für Teeliebhaber und mein Daily Driver der letzten Zeit. Hallo, ich bin die Svana von Frühstück in der Parfümerie und ich habe mich sehr gefreut, dass Fragrance Couple mich auch gefragt hat, was mein Lieblingsduft ist. Und meine Antwort ist wirklich super easy. Es ist mein All-Time-Favorite-Duft Vanitas. Wie man sieht, ich brauche Nachschub. Ich habe irgendwo noch einen Bunkerflakon. Für mich die perfekte, glatte, glamouröse Vanille. Auf diesen Duft wurde ich schon so oft angesprochen, sei das von Freunden, Kollegen, Fremden auf der Straße 10 Meter entfernt. Dieser Duft ist einfach mein Favorite und den habe ich beim ersten Date mit meinem Freund getragen und deswegen, ja, mein Favorite. Ja, moin moin, mein Name ist Jüris von dem Kanal Oh Charlie und ja, den einen Lieblingsduft gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Also ich versuche alle meine Düfte gleichermaßen auszutragen, was natürlich aber auch immer abhängig ist von Jahreszeit, von Wetter, der Anlass trägt dazu bei, welchen Duft ich gerne trage, auch das Outfit. Und demnach kommt dann immer ein, ja, dementsprechend spezieller Lieblingsduft drauf bei mir. Aber dadurch, dass ich viel Zeit im Büro verbringe, auf der Arbeit verbringe, ist dort mein meistgetragener Duft auf jeden Fall der Terre d'Hermès. Das ist fürs Büro, ist es mein Lieblingsduft. Also den trage ich am liebsten. Den kann man auch in jeder Jahreszeit tragen. Startet mit einer spritzigen Grapefruit und ist ansonsten ein sehr holziger Duft, der noch so eine ganz besondere Komponente hat durch Feuerstein. Also der hat so was leicht Mineralisches, ja, Steiniges, leicht Rauchiges und ja, gibt einem super Selbstvertrauen, dieser Duft. Also deswegen ist er auch perfekt für einen Job. Das ist tatsächlich schon mein zweiter Flakon. Den ersten habe ich auch schon geleert. Also man sieht, dass ich den viel benutze, denn auch dieser hier, der, ja, Hälfte, etwas über die Hälfte ist noch drin. Wenn der alle ist, kommt auf jeden Fall ein neuer. Das ist auf jeden Fall mein liebster Duft, mein meistgetragener Duft im Büro und somit auch allgemein mein meistgetragener Duft. Und das war's von mir. Viele Grüße aus Hamburg. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Hallo, meine Lieben. Ich bin der Flo von Flo's Dufte. Und Fragrance Couple hat mich gefragt, ob ich an diesem Video teilnehmen möchte. Und das mache ich natürlich. Jetzt gerade aktuell zu der Jahreszeit, die jetzt kommt, benutze ich gerne den Mason Alhambra Hercules. Der gibt mir einfach so ein wohlig warmes Gefühl mit so einer Mandelnote. Und da freue ich mich eigentlich jetzt gerade schon drauf, weil jetzt auch Weihnachten ja ansteht. Ansonsten Duft, den ich jeden Tag tragen könnte, ich weiß nicht warum, aber es ist der Prada L'Homme Intense. Und der gibt mir Geborgenheit, Wärme. Und das ist ein Duft, in den könnte ich mich reinlegen. Fragt mich nicht warum.
Ich finde die mega geil. Kostet natürlich richtig was, aber so ist das manchmal. Also liebe Grüße an euch Fragrance Couple und an alle anderen, die mitmachen. Hi, ich bin Jasmin von dem Kanal Jasmins Parfum. Danke Fragrance Couple, dass ich bei eurem Projekt teilnehmen darf an erster Stelle. Mein Kanal dreht sich um die wundervolle Welt der Düfte. Nischendüfte, Designerdüfte, Drogeriedüfte, alles was mit Düften zu tun hat einfach. Und heute möchte ich euch meinen Favorite Duft ever präsentieren, der mich, meine Persönlichkeit, irgendwie mein Leben, alles widerspiegelt. Den möchte ich euch nicht vorenthalten und daher zeige ich ihn euch. Es ist Syntra von Memo Paris. Nicht nur der Flakon ist wunderschön, auch der Duft ist ein Traum. Wunderschön. Ich will euch gar nicht mit den Noten langweilen. Was er mir gibt, ist das Europäische, nämlich eine wunderschöne Orangenplantage mit wundervollen Orangenblüten im Opening. Und die spiegeln irgendwie so meine europäische Seite wieder. Und im Drydown kommt dann irgendwie so die Orientalik dazu, meine ja, orientalische Seite einfach. Und hier haben wir nämlich einfach im Drydown einen wunderschönen persischen Gourmand-Duft für meinen Geschmack. Also er passt einfach zu mir perfekt und ja, deswegen wollte ich ihn euch unbedingt zeigen. Syntra von Memo Paris. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie meine Persönlichkeit mit diesem Duft irgendwie näher bringen. Und vielleicht sehen wir uns ja auch auf meinem Kanal. Bis dann. Ich bin Max von Max Haut. Manche kennen mich vielleicht schon von TikTok oder von Instagram. Und jetzt seit kurzem poste ich auch immer regelmäßiger Videos hier auf YouTube. Heute mal das Thema mein persönlicher ja, Daily Driver oder vielleicht Signature-Duft. Nawab of Oud Intensivo von Ormond Jane. Das ist auch in meinen Augen der beste Allrounder, den es gibt. Also das kann man so als meinen persönlichen Signature-Duft bezeichnen. Ein frisches, grünes, rosiges Oud. Sehr, sehr schön. Man kann es vielleicht am ehesten vergleichen mit so einer ja, grünen Wiese. Ja, grüne Wiese, zwischendrin kommen so Rosensträucher hoch. Daneben ist ein Wald, wo vielleicht Holz gefällt wird. Es fallen Holzspäne, es riecht irgendwie ein bisschen holzig, würzig. Und dazu eben dieses blumig-rosige gemischt mit dieser udigen Holzigkeit. Wirklich extrem, extrem gut gemacht. Und auch die Haltbarkeit dieser Jahres sind wirklich, wirklich gut. Wer Rose mag, wer Oud mag und wer es eben frisch und grün haben will, auf jeden Fall mal den Nawab of Oud Intensivo anschauen. Mein persönlicher Signature-Duft. Hallo zusammen, ich bin Alex und ich wurde von Steffi und John gebeten, mal hier meinen Daily Driver, so haben sie es genannt, vorzustellen. Also ein Duft, den ich definitiv sehr häufig auspacke und auch so ein Duft, den ich eigentlich immer, wenn ich weggehe, unterwegs bin, egal in welcher Situation, eigentlich immer dabei habe. Ein Duft, der aufgrund ja, seiner universellen DNA wirklich immer funktioniert, sowohl im Sommer als auch Winter, obwohl er recht schwer ist, aber auch bei Hitze tipptopp das Teil. Deswegen, hier ist er, der Annone, ja, da ist gar nicht mehr so viel drin, ist schon mein zweiter Flakon, um ehrlich zu sein. Die Marke nennt sich Pantheon Roma. Eigentlich noch relativ unterm Radar in Deutschland. Duft selber für mich so geil, weil er einen Kopf aus einem sehr süßlich sanften Safran mit einer leicht fruchtigen Mangonote kombiniert. Und im Hintergrund, da schlägt schon so eine, aber muss man sagen, sehr sanfte, sehr süßlich, angenehm, hölzerne Oud-Note, die definitiv ein gewisses Gewicht so mitbringt und sich auch ganz klar immer mehr hier, sag mal, ausbreitet in diesem Duft. Die Mango zieht sich nach wie vor zurück und es bleibt einfach so eine schöne, süßlich, hölzerne Oud-Vanille- und Safran-Kombination, die man vielleicht auch von dem einen oder anderen Duft bereits so kennt, so à la Oud for Greatness, nur in besser, habe ich so das Gefühl. Also das ist ein wunderschöner, gefälliger Duft, der bei jeder Situation eigentlich immer wunderbar funktioniert. Er lässt einen Nebenstich, krasse Power, krasse Projektion. Also man hat hier quasi alles das Beste, was man braucht in einem Duft und das auch noch preislich für den Nischenbereich sehr attraktiv. In dem Sinne, vielen Dank für die Einladung hier und auf zum nächsten Duft. Hi, ich bin Chris vom Kanal Scents of Gents und vielen Dank für die Einladung, liebes Fragrance Couple. Ja, auch ich möchte euch meinen Daily Driver sozusagen für 2023 aufzeigen. Das geht natürlich ganz einfach, wenn ich mal einen Blick in Parfumo werfe, denn da halte ich immer fest, welchen Duft ich gerade trage. Ich blende euch das mal hier an der Stelle ein.
Und da seht ihr schon, das ist von Aumont de Jane, der Montabacco Verano. Ja, dieser Duft ist für mich eine ganz besondere Entdeckung, auch in diesem Jahr. Und der macht das eben so besonders, dass hier Tabaknoten auf frische Noten aufeinandertreffen und hier sozusagen ein Tabakduft kreiert worden ist, der durchaus als Immergeher im ganzen Jahr und besonders gut auch an milden bis heißen Temperaturen funktioniert. Also, wenn du einen Duft suchst, der eine Tabaknote hat und ein Statement-Duft ist sozusagen, aber niemanden erschlägt und du gerne was Uniques suchst, dann schau dir den Montabacco Verano von Aumont de Jane an. Hi, mein Name ist Mel vom Kanal Smell by Mel und heute zeige ich euch meinen liebsten Immergeher-Duft, der wirklich für mich was ganz, ganz Besonderes ist, und es ist der Tardes von Carna Barcelona. Dieser Duft ist wunderschön. Es ist ein süß, blumig, cremiger Unisex-Duft, der eine wunderschöne Mandel hat, die sich im Auftakt zeigt und auch die ganze Zeit bleibt. Es ist eine Rose mit drin. Es ist einfach ein Heliotrop, ein Tonka-Bett mit Moschus. Er ist wirklich wunderschön. Und was das Besondere an diesem Duft ist, er hat eine Sellerienote. Und diese Sellerienote rundet dieses Duftmeisterwerk total schön ab, wie in einem Gericht, das ich koche. Und es fehlt so diese eine geheime Zutat. Und genauso habe ich dieses Erlebnis irgendwie bei Tardes. Es ist ein Duft, der wirklich für den Tag gemacht ist. Ich finde, dieser Duft braucht das Licht. Ja, Tardes heißt Nachmittage auf Deutsch. Und das ist ein Duft, der geht im Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Der geht wirklich immer, egal ob du zum Job musst, ob du ein Vorstellungsgespräch hast, ist völlig egal. Du wirst immer richtig, richtig gut gepflegt und vor allem hochwertig duften. Ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Kanal, der an diesem Video teilgenommen hat und sich die Zeit dafür genommen hat, die Düfte zu präsentieren. Einen Link zu den Kanälen findest du auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und nun zu unseren privaten Düften. Steffi, hau mal raus, welchen Duft trägst du privat? Ich habe hier was ganz Besonderes ausgesucht. Und zwar geht es bei diesem Duft darum, es ist für mich ein Unisex-Duft. Der ist warm, cozy, das ist für mich ein Wohlfühlduft. Wenn ich einfach in den Schrank reingreife, weiß ich, mit dem mache ich überhaupt nichts verkehrt. Der ist süß, mandelig. Und meine Wahl fällt tatsächlich auf Job Le Bon. Der Duft ist ja ein absoluter Klassiker, der ist ja auch schon was älter und ich würde den immer und immer wieder nachkaufen. Das Coole an dem Duft ist auch, dass die Preis-Leistung wirklich top ist, weil der gerade mal um die 20 Euro auf 75 Milliliter kostet und der hält und hält und ist wirklich toll. Und was ist dein Favorit? Also mein Favorit ist Endstufe. Seitdem ich den gekauft habe, trage ich so gut wie oder kaum noch ein anderes Parfüm. Ja. Dieses Parfüm ist für mich nicht nur der Inbegriff von einem Parfüm, wie es sein soll, nämlich keine störenden Noten. Der riecht von Anfang bis Ende einfach hervorragend. Der hat für mich so eine tolle Kokosnuss-zimtige Variation. Das ist einfach nur der Hammer. Mir fällt echt kein Anlass ein, wo ich den nicht tragen würde. Das ist so heftig. Und es ist für mich der Naxos von Xerchow. Wir haben ja unzählige Proben schon von diesem Duft gehabt. Jetzt endlich auch als Flakon. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich mir den geholt habe. Und jetzt eine Frage an dich. Welche Düfte trägst du denn von deiner Sammlung am liebsten? Schreib uns das mal gerne in die Kommentare und auch gerne, warum du sie am liebsten trägst. Und wenn du weitere Kooperationen mit YouTubern sehen willst, dann schau gerne mal in diese Playlist rein.